Ich stelle Ihnen heute ein monumentales Historiengemälde von Eduard Bendemann vor. Eduard Bendemann gehörte zu den Hauptvertretern der Düsseldorfer Malerschule und er war Nachfolger als Direktor an der Kunstakademie in Düsseldorf von Wilhelm Schadow. Es geht um das letzte Werk von Eduard Bendemann, was er je geschaffen hat, 2 Jahre vor seinem Tod. Im Grunde ist es große Oper, ein Riesendrama um die Opferung der Iphigenie. Die Tochter des Agamemnon soll geopfert werden, weil die Griechen hier in Aulis im Hafen festsitzen wegen Windstille. Und links ist der Seher Kalchas zu sehen, der eben weissagt, dass die Griechen erst losziehen können gegen Troja, wenn sie Iphigenie opfern, weil die Göttin Artemis es nicht anders möchte. Sie ist erzürnt über einen Frevel des Agamemnon, hier dem Heerführer und dem Vater der Iphigenie. Und sie kann nur beschwichtigt werden, wenn Iphigenie geopfert wird. Diesen Konflikt zeigt Bendemann in dieser Figur des Agamemnon, der in seinen öffentlichen Pflichten gefordert ist, aber dem natürlich die private Liebe zu seiner Tochter im Wege steht, der sich aber dann unter starkem Druck dazu durchringt, seine Tochter tatsächlich zu opfern. Bendemann stellt Iphigenie nicht als opferbereite Figur dar, sondern sie fleht sozusagen um Gnade ihren Vater an und letztlich wirft es auch ganz aktuelle Bezüge auf zu heutigen Kriegsgeschehen, wo Frauen immer wieder auch aus machtpolitischen Gründen zu Opfern männlicher Gewalt werden.